Hallo und herzlich willkommen zu meinem 400 Abonnenten-Special. Ich habe mir was für heute überlegt. Ich werde euch einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Wir werden heute eine Aufnahme machen. Und währenddessen ich diese Aufnahme mache, wird im Hintergrund diese Aufnahme hier laufen. Das bedeutet, wir werden heute die Vorbereitung für ein YouTube-Video machen. Wir werden das YouTube-Video aufnehmen. Wir werden das YouTube-Video editieren. Und wir werden es hochladen. Wir werden ein Thumbnail erstellen und wir werden es hochladen. Ich werde bis zum Release des Videos gelernt haben, wie man bei YouTube Kapitel einstellt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt keinen Bock habt, euch ein 4-5 Stunden Video anzugucken und nur wissen wollt, wie ich meine Thumbnails erstelle, könnt ihr sehr gerne zu diesem Part springen. Und den Rest braucht ihr euch nicht anzuschauen. Gar kein Ding. So, folgendes. Das Video wird ungefähr so aussehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das so gestreckt? Das ist doch Kacke. Ich zeige euch mal was. Mein Desktop sieht nämlich so aus, der ist ultra wide, der ist nicht 16 zu 9. Und das führt dazu, dass das Bild gestreckt wird. Normalerweise würde das jetzt so aussehen. Ich habe mir erst überlegt, okay, machst du hier vielleicht dieses Overlay dahinter, was ich auch bei meinen Challenges mache. Aber nein, das finde ich zu unruhig, darum machen wir einfach meinen Desktop-Wallpaper dahinter. Ist nicht schön. Ich hoffe, man erkennt trotzdem alles, was ich tue. Und vielleicht fragt ihr euch auch, wie will ich denn bitte eine Aufnahme machen, während ich eine Aufnahme mache? Ich habe mir jetzt hier ein portables OBS installiert, mit dem ich jetzt diese Aufnahme gerade mache. Das heißt, mein Haupt-OBS, mit dem ich normalerweise aufnehmen würde, sieht so aus. Ja, hier habt ihr auch die Tower. Ich kann die mal, die ist noch deaktiviert vom letzten Run. Ich mache die mal schnell, dass die alle wieder frei sind für nachher. Da Milch, Tief. So, alles frei, okay. Das brauchen wir aber noch nicht. Ich werde jetzt hier dieses OBS auch klein machen. Als allererstes, was wollen wir heute tun? Ich habe mir überlegt, dass wir heute einen Abspann erstellen, den ich immer hinter meine Videos klatschen kann. Das bedeutet, wir werden erstmal eine Maske erstellen. Dazu machen wir GIMP auf. Beziehungsweise wir könnten auch einfach das Projekt für meine Thumbnails benutzen. Dafür ist, glaube ich, das glaube ich auch einfachsten. Dazu öffnen wir jetzt Games, YouTube, Game-Projekte. Okay. Das hier ist mein Thumbnail-Game-Projekt. Das können wir mal alles ausmachen. Weil das hier ist nämlich genau die Maße, die man für den Thumbnail braucht. 1280 mal 720. Wollen wir das in 1200 oder wollen wir das in Full HD machen? Stimmt, ich brauche ja gar nicht 1200. Ich brauche ja wirklich 1980. So. 1980. Mal. Was war das? 1080 oder 1020? Ich glaube so. Wir können ja mal gucken. Ich habe mir nämlich überlegt, wir machen das so ähnlich wie das hier. Können das ja mal hochziehen. Wir werden das natürlich nicht kopieren, weil erstmal ist das ja hundertprozentig Copyright geschützt. Aber es soll so ungefähr die Dimensionen haben, damit ich weiß, wie ich arbeiten muss. So soll das ungefähr ausschauen. Wie machen wir das? Hier wird dann so mein Icon sein. Wie machen wir es am schlausten jetzt? Wir machen mal Auswahl nach Farbe. Das finde ich eigentlich ganz nett. So, dann werden wir jetzt hier eine Maske hinzufügen. Wir machen die Maske nicht invertiert. Invertiert würden wir machen, wenn wir den Hintergrund ausgewählt hätten. So, was haben wir den Hintergrund nämlich weggemacht? Wir machen Auswahl nichts mehr. Sieht das so gut aus? Nicht wirklich, ne? So ein bisschen Rand. Wir machen das nochmal rückgängig. So, die Auswahl wird jetzt vergrößert um ein Pixel. Und wenn wir das wiederholen.
Immer noch nicht nice. Aber wir gucken uns gleich erstmal ein Video an. Das vielleicht nicht, gar nicht mal so schlimm ist, dass es so ein bisschen lila ist am Rand. Ich hätte aber auf jeden Fall gerne, jetzt werden wir die Ebene Maske anwenden. Wir duplizieren die mal. Kann ich nämlich jetzt hier aus der einen Ebene was rausschneiden. Gibt es bestimmt auch bessere Wege, wie man das machen kann, ne? So, dann wird das hier ebenfalls dupliziert. Das kommt dahin. Übergezogen. Und das hier dupliziere ich jetzt nochmal. Okay, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt möchte ich das Bild, was ich eigentlich immer hinten dran klebe, auch da irgendwie mit reinmachen. So, wir können das andere erstmal alles ausblenden. Wir machen ja dann wieder eine Auswahl nach Farbe. Ja, ich möchte nämlich nur das hier haben. Ein bisschen schöner noch. Okay. Jetzt werden wir hier eine Ebene Maske hinzufügen, aber diesmal invertieren wir diese Maske, einfach weil wir den Hintergrund ja wegmachen möchten. So, der Pfeil soll aber da bleiben. Deswegen werden wir jetzt die Ebene Maske anzeigen lassen. Auswahl nichts. Dann nehmen wir hier das Regiergummi. Okay, das große ist richtig rum. Und jetzt werden wir diesen Pfeil hier wieder. Rein für also entradiergummieren. Ihr wisst, was ich meine. So, wenn man das ein bisschen feiner macht, kann man das noch ein bisschen schöner machen. So, so. Ja, ich bin auch ein absoluter Grobmotoriker und wie man sieht, auch kompletter Amateur, was sowas angeht, ne? Okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, hier, das ist Steuerung Z. Okay. Okay. So, was haben wir das hier? Im schwarzen Rand bin ich super unzufrieden. Wir werden das hier erstmal so hinzufügen oder anwenden. Jetzt machen wir das nochmal. Auswahl nach Farbe. Ich möchte, dass diese Ränder hier weg sind. Habe ich jetzt alles markiert? Ist ja gar nicht markiert. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlimm. Es wird ja auch ziemlich klein sein. Ich glaube nicht mal, dass man das wirklich sehen wird. Wir werden noch mal alles. Das skalieren wir ja noch runter, ne? Oh, wir müssen das noch ausschneiden. Das sieht man ganz oft auch bei meinen Ace Game Screenshots, dass da irgendwo ein grüner Rand ist. So. Da wird mein Bild sein, also machen. Oh, nee. Hier oben in die Ecke vielleicht? Daneben, weil man soll ja auf mein Icon klicken, dass man dann abonnieren kann. Ich finde das jetzt bis jetzt nicht besonders schön. Wir werden jetzt erstmal alles zu einer Ebene vereinen. So, das können wir rauslöschen. Jetzt machen wir eine Auswahl aus Alpha-Kanal. Wir vergrößern diese Auswahl ruhig um 5 Pixel. Jetzt werden wir eine weitere Ebene erstellen aus der Auswahl des Alpha-Kanals. Machen die schwarz. Dann legen wir die dahinter. Dann haben wir jetzt hier einen schwarzen Rand hintergelegt, weil, ne? So. So mache ich das immer. Auch mit Schriftzügen geht das sehr schön. Jetzt werden wir die Auswahl wieder löschen. Ja, finde ich gar nicht mal so dumm. Also gar nicht mal so schlecht.
Dann werden wir das jetzt mal exportieren nach Pro-Bilder. Ich nenne das mal Abspannmaske. Okay. Ich speichere das Projekt auch mal unter GIMP. Also unter meinen Ordner, den GIMP-Projekten. Speichern. Können wir das denn wieder zumachen? Ich habe doch gespeichert, oder? Speichern. Achso, nur verwerfen. Okay, jetzt öffnen wir unseren Magix, unser Videobearbeitungsprogramm. Normalerweise speichere ich meine Projekte überhaupt gar nicht, aber das Projekt will ich mal abspeichern, falls ich das mal später ein bisschen noch verändern möchte. Spannend, Projekt erstellen. So, jetzt. Wir brauchen ungefähr so 10 Sekunden. Ich würde sagen, wir nehmen. Habe ich das denn weggespeichert? Die habe ich weggespeichert. Wir nehmen das hier so als Hintergrundvideo. Dann wollen wir noch Musik hinzufügen, da habe ich mir das schon rausgesucht. Das ist lizenzfreie Musik. Der Track ist eigentlich ein richtiger Banger, den mag ich sehr. Aber eine bestimmte Stelle. Scheiße, ist das laut, Mann. Sorry, Leute, falls ihr Kopfhörer aufhattet. Okay. Ja, Def. Der heißt sogar Def, also taub auf Deutsch. So. Dann wollen wir jetzt hier noch eine Maske reinfügen, die wir gerade erstellt haben. Gehen wir jetzt auf Rohbilder. Machen unsere eigene erstellte Maske darüber. Ja, ist doch ganz nice, oder nicht? So, wie lange geht denn? Oh, so 10 Sekunden sagen? Mit 10 Sekunden reicht für so einen Abspann. Wir hören uns mal an, wo das Lied bei 10 Sekunden ist. Es ist zu lang, es ist zu lang. Ist hier ein gutes Ende? Man soll auch noch ein bisschen Zeit haben, sich zu entscheiden, ob man weiterklicken möchte oder nicht, ne? Aber wir machen einfach 15 Sekunden. Ihr könnt ja dann am Ende immer noch im Edit vom Video verkürzen. So, wir schneiden das hier. Dann löschen wir das hier raus. Dann löschen wir das hier ebenfalls raus. Und das hier auch. So, dann haben wir hier unser Abspann fertig. Easy peasy. Das speichern wir ab. Games. YouTube. Ich habe sogar einen Ordner für Magix-Projekte. Speichern. Und wir exportieren dieses Video. Als MPEG-4. 1920 mal 1080. Ja. Ist okay. Dann hätten wir das fertig. Wunderbar. Speicher nochmal. Und so. Jetzt öffnen wir das OBS, mit dem ich die Spielaufnahme machen werde. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht noch irgendwie hier so einen Rekord
Text reinsetze, was mein bester Run bisher war bei dieser Challenge. Aber ich denke, das mache ich nicht. Ein bisschen sehr cringe. So, dann öffnen wir jetzt das Spiel. Und müssen noch die Kamera wieder besser positionieren, sehe ich gerade. Ist das okay? Ist das gut so? Okay. Das sieht ganz gut aus. Ich kontrolliere noch mal kurz alles. Alles in Ordnung so. Ich rauche noch mal ganz kurz an meiner E-Zigarette, weil ich habe mir nämlich abgewöhnt, in YouTube-Videos zu rauchen. Ich finde das ein bisschen unprofessionell. Ich mag das nicht. Außerdem ist Rauchen uncool. Raucht nicht. Ich finde, Rauchen ist die reinste Geldverschwendung. Super scheiße eigentlich. Okay. Dann fangen wir jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Wir haben gestern die Challenge probiert, dass wir so viele Runs schaffen wollen wie möglich. Leider hat das nicht ganz so gut geklappt. Wir sind irgendwie im ersten Run in der 5. Runde oder so rausgeflogen. Das machen wir jetzt nochmal schön. Was für Startoptionen haben wir? Alle Tower ankommen. Finde ich stark, finde ich strong. Falls ihr das Video gestern noch nicht geschaut habt, die Regeln sind folgende. Wenn ich jetzt Tower benutze in diesem Run, werden die für alle folgenden Runs gesperrt. Und ich versuche so viele Runs zu schaffen wie möglich. Chest Horse. Wir haben auf jeden Fall Gold Income. Ich würde sagen, wir im ersten Run machen wir ganz normal mit Chest und Tief. Das ist ein ziemlich starker Start. Wollen wir hier direkt Obsidian Tower bauen und damit Guardians uns einen safe ersten Sieg holen? Ich würde fast sagen, ja. Dann beenden wir die Runde. Ich will nämlich nicht normal im ersten Run verlieren. Das wäre ja super kacke. Wir können gleich auch mal die Chest und den Obsidian rausnehmen. Chest ist gesperrt und der Obsidian. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Okay, wir haben leider keinen Guardian Tower. Das wird jetzt wichtig, dass wir einen Guardian Tower kriegen. Damit das Scaling beginnen kann. Wir haben eins viel gerollt. Oh Mann. Aber ich denke trotzdem, dass wir die erste Welle jetzt hier, die zweite Welle aufhalten sollten. Das sollte noch kein Problem sein. Sagt der und verliert eine Krone. Hey, ich sehe mich hier schon wieder. Diese Aufnahme lässt schon komplett normal anfangen. Das kann ja nicht wahr sein. Dass wir auch keine Guardians kriegen. Oder habe ich die schon wieder übersehen? Ist ja wohl ein Scherz. Es geht mir schon mal ein bisschen zu scannen mit dem Obsidian Tower. Deep Tower Level auf 2 zu bringen, finde ich auch gut. Zumal ja eh keine Guardians kommen. So, ein bisschen mehr Gold kommen können, ein bisschen mehr rollen. Aber allein für Scale müssen wir jetzt zusehen, dass wir die Guardians hochkriegen. Oh, das war richtig knapp. Und wir müssen das Royal Tower Upgrade nehmen. In der nächsten Runde. Der Princess Tower ist in anderen Builds wesentlich effektiver, wesentlich stärker. Ich werde auch hier keinen Dice Tower einbauen. Bin ich wirklich wieder so blind, dass ich jeden Guardian Tower übersehen habe bisher? Oder habe ich tatsächlich nur 2 Guardian Tower gekriegt? In Runde 5. Kann ich mir kaum vorstellen. Das ist doch echt so rigged. Oh Mann. Wenigstens ein dritter Guardian Tower und wir haben sogar einen vierten. Sehr nice, sehr gut. Ah, jetzt hat das Bild auch hier drin geleckt, ne? Oh,
Die Aufnahme mache ich komplett nochmal. Erstmal ist der Start scheiße gewesen und auch was ich gesagt habe, gefällt mir gar nicht. Ich habe das öfter mal, dass ich tatsächlich Aufnahmen am Anfang mit der Show nochmal mache. Das hat mir gar nicht gefallen. Damit beenden. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Outdoors Video hier auf meinem Kanal. Wir werden die Challenge von gestern nochmal probieren. Gestern kamen wir nicht ganz so weit. Da sind wir irgendwie schon nach 3 Minuten 30 gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Die Challenge geht wie folgt. Wir versuchen so viele Runs in Folge wie möglich zu gewinnen. Der Clou ist, wenn man einen Tower in einem Run benutzt hat, kann man ihn nicht für die weiteren Runs benutzen. Das sieht man hier schön an dem Overlay. Wenn ein Tower ist plus wurde, wie zum Beispiel jetzt die Witch Tower, kann ich den wegdrücken, dann ist die Witch aus dem Spiel für die nächsten Runden. So, ich bin gespannt, was für Startoptionen wir haben werden. Rare Tower ist so ein Glücksspiel. Wenn wir hier so eine Q-Tower kriegen, dann ist das kacke. Aber wenn wir sowas wie eine Hydra kriegen würden. Princess Name Royal ist wirklich spielbar. Aber ich finde, ein Princess Tower ist in anderen Builds um einige stärker. Wir werden einfach jetzt trotzdem hier mit einem Chest Tower. Wollen wir einen Guardian? Ja, aber Guardian würde ich auf jeden Fall für ein Obsidian-Bild benutzen. Wir. Für Forge. Wir setzen erstmal nur Deep und den Chest Tower. Poker mal, ich werde einmal gucken, ob wir die Welle so überleben können. Nee, wir sind tot. Schade. Aber das ist erst eine Krone, das macht noch nichts. Was haben wir jetzt? Wir könnten jetzt Milchkatze spielen. Beziehungsweise ich würde auf jeden Fall eine Milch und eine Katze spielen, beziehungsweise zwei Milch in eine Katze reinführen. So. Oh, ich muss ja noch die ganzen Tower wegmachen. Und werden jetzt die Mobs kommen, kann ich das mal schnell machen. Wir haben einen Chest Tower. Wir haben Milch, Katze und Tief. Okay. Wo jetzt die Katze upgraden? Chest Tower finde ich nicht gut. Wir nehmen die nächste Katze. Wir könnten auch jetzt hier noch einen Glass Tower Early hinsetzen. Dann machen wir die beiden Milchtower auf 2. Dann kriegt der hier zweimal den Milchbuff und der Glastower kriegt auch noch etwas mehr Leben. Müssen wir aber zusehen, dass wir einen Milchtower kriegen. Relativ zügig. Nice. So. Leider kein Geld für die dritte Katze gehabt. Wir machen den Glastower raus. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Wie weit die Mobs kommen, besser gesagt. Nicht wie weit wir kommen. Okay, die Milch und die Katze würde ich auf jeden Fall nehmen. Und dann beenden wir. Ich denke, wir sind ziemlich stark bisher. Ja, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir um einiges besser als der Run gestern. Erst dachte ich, ich lösche diese Aufnahme und dann dachte ich mir, ach komm, lädst du einfach hoch. Das ist doch trotzdem witzig. Ich meine, wie ich so geredet habe, ne? Was ich in. Ich will 3 Runs schaffen und. Q-Tower wäre auch geil gewesen. In dem Bild. Ich hätte davon geredet, ja, ich will 3 Runs schaffen und jetzt sparen wir uns die Türme, wir benutzen 3 verschiedene und so weiter. Und dann habe ich nicht mitbekommen, wie schwach ich eigentlich war. Und sterbe einfach nach 3 Minuten, das war so witzig. Das habe ich auch richtig kalt erwischt. Wollen wir jetzt den Royal Tower Upgrade nehmen oder wollen wir mehr auf Gold gehen? Also ich tendiere wirklich dazu, im ersten Job immer das hier zu nehmen. Einfach sicher sein. So, Milchtower sind wir eigentlich durch. Wir könnten noch die Katze weiter leveln. Meine, wo wollen wir jetzt mit dem Bild hin? Wir werden hiermit nicht den zweiten Endboss besiegen. Nicht mal den ersten. Glaube ich nicht dran. Brauche noch irgendwas, was uns hier carried.
sollte sich die Türme auch nicht zu sehr aufsparen. Also mein Ziel für heute ist wieder so 3 Runs gewinnen. Das wäre aber richtig krass. Ich denke, wenn ich 2 Runs gewinne, bin ich schon happy. Die Plätze haben wir eigentlich noch. Wir haben noch 3 Plätze. Biene, Honig, Flower, das hat sie erledigt, weil wir haben zu wenig Platz für die Schmiede. Erstmal machen wir noch 2 Tieftower rein. Und setzen den ja auch auf 2. Dann steckt der Steller hoch. Wir kriegen mehr Gold. Wir könnten Mücke spielen. Mücke Frosch. Auf der anderen Seite machen wir gerade Milchbild. Also wir könnten auf jeden Fall jetzt auch Coffee Tower und Kuh Tower benutzen. Weil die werden in keinem anderen Bild irgendwie nützlich sein. Ich denke, das mache ich auch. Schau mal, wie stark wir sind. Wir sparen das Geld mal komplett auf. Gut, der ist One-Shot. Aber die Katze, die hält schon ordentlich auf. Die hat 32. Wir waren gerade Runde 8, habe ich gesehen. Ging auch kein Coffee Tower, ne? 16, 48, 50. Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Snake Tower hilft uns nicht wirklich weiter, ne? Nee. Ich investiere mal in die Türme, die ich schon habe. Wir schaffen den ersten Boss nicht so. Das ist das Problem. Oder? Der kriegt noch mal 2 dazu. Ja, an den Coffee Tower. Die können wir schon mal setzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Coffee Tower. Dann hat der auch noch mal mehr Damage. Das könnte auch den Unterschied machen. Wir nehmen die 6 Gold mit. Wir müssen auch noch ein bisschen rollen darauf, dass wir noch einen Q-Tower bauen können. Coffee Tower können wir rausnehmen. Oh, ich bin echt gespannt. Ja, ich denke aber trotzdem mit dem Coffee Tower. Ohne Coffee Tower hätten wir verloren. Was haben wir hier? Stairway to Heaven? Nicht wirklich. Wollen wir einem Tower 25 bis 25 geben? Oder wir sagen, der erste Tower kostet 0. Nice. So, dann haben wir jetzt hier den Coup Tower. Wollen wir vielleicht Doppel-Q spielen? Ist Doppel-Q jetzt das Play? Komm, wir probieren das aber mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie Doppel-Q funktioniert. Also, ob das geht. Wo ist die Q? Da oben ist die Q. Ist ein interessanter Bild. Den habe ich so noch nicht gespielt. Gut, es ist geschenkt. Das ist ein Comet Tower zu benutzen. Glas Tower noch höher machen? Frage ist, in was investieren wir jetzt? Auf jeden Fall ein Coffee Tower, ja. Katze hätte ich gerne. Hier vielleicht noch mehr Milch? Weil der Coffee Tower kriegt ja für jeden Turm, der Milch erhält, ebenfalls noch Boni. Und dann gehen wir jetzt voll auf Katze, dass die Katze mehr skaliert. Ich mach mal den hier zumindest noch einen höher. Ja. Guck mal, wir geben jetzt schon +7 Leben durch die Den zweiten habe ich schon ewig mehr gehört. Ich habe schon so lange keine Kuh mehr gespielt. Okay. Cool. Vielleicht noch ein Coffee Tower? Nee, aber eine Katze. Dann 70 Leben einfach.
nehmen wir das Gold. Ich hätte jetzt wirklich gern die Kuh auf 2. Wollen wir als hart rollen auf eine weitere Kuh? Das ist super risky. Komm, eine Runde machen wir das. Da ist sie! Nice, ging ja schon. Plus 9. Plus 9 Leben für alle Milch. Geht einfach auf 100 Leben, Alter. Ah, jetzt schaffen wir den Endboss. Gut, die wird noch ordentlich hochstacken, ne? Die hat jetzt schon 4 Hits für Endboss aus. Ah. Vielleicht besser, wenn wir da auf Level 5 sind, sie noch schneller scaled. So. Bräuchten jetzt 6 Tower, um die auf 6 zu kriegen. Wir sind jetzt Runde 15. Könnten wir echt noch schaffen. Gehen wir noch eine Milch vielleicht? Geil. Nice. Jetzt kriegt der ja noch mehr Leben, der Coffee Tower. Ja, Kaffee, also Milch ist auch underrated. Das kann richtig, richtig stark sein. Ich spiele eigentlich viel zu selten Milch. Coffee Tower. Let's go! Zieh den auch nochmal hoch, allein für den Coffee Tower Buff. Den bekommt er auch jetzt zweimal. Ich hab mal hier so 3-4 Coffees gehabt mit Parmesan. Das ging richtig ab, weil jeder von denen hier den Milchbuff bekam. Da hat der Coffee Tower so, keine Ahnung, 300 Leben gehabt. Jeder einzelne. Katze. Sehr schön. Kriegen wir den jetzt voll? Ich hoffe. Oder noch? Nee, kein Coffee. Kein Coffee. Ja, da ist die Katze. Wunderbar. Leider nicht mehr so Gold für den Milchtower. Aber Katze ist jetzt im Max-Level. Geld pro Runde nochmal 12 Damage dazu, ne? Und das Leben eskaliert komplett. Okay. Der Milchtower ist strong. Ah, das können wir leider nicht mehr nehmen. Ja, im Grunde genommen kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen, ne? Die Tower nehme ich mal mit. Das sollten wir eigentlich jetzt schon easy gewinnen. Allein was der Coffee Tower aufhält. So. Ja, Coffee Tower eigentlich nur noch, ne? Milch Tower, Runde 19. Nee, lohnt sich gar nicht. Nehmen wir noch einen. Ja, geil. Nice, nice, nice. So, Stunde der Wahrheit. Was können wir vielleicht noch irgendwas kaufen? Keine Ahnung. Vielleicht Milchtower. Aber jetzt das ganze Gold nur umsonst wegrollen. Ja, wir hätten noch einen gebraucht. Egal. Ja,
Der Coffee Tower macht sich fast allein, ne? Ja. Sehr schön. Okay, das war der erste Run. Perfekt. Wir gehen direkt wieder rein. Uncommon Tower. Wie viele Uncommon Tower haben wir überhaupt noch? Okay, wir könnten vielleicht auf dem Pferd hoffen. Ich habe nämlich heute beim Ellen Rider Gaming gesehen, dass ein Pferd auch neben dem Royal Tower Gold gibt, nicht nur neben dem Chest Tower. Ich habe jetzt schon so viele Stunden in dem Spiel und ich lerne immer noch was dazu. Ja, Chest Tower oder Royal Tower. Okay, das heißt, das Horse ist raus. Wollen wir vielleicht das Bär spielen? Blauer finde ich zu früh. Wir könnten aber die Schmiede nehmen. Jetzt schon. Schmiede? Komm, ich nehme die Schmiede mal mit. Okay. Zweites Horse. Dadurch, dass wir einen Horse Tower haben, wollen wir eigentlich mit Dice Tower spielen, ne? Und Clover Towern. Wir gehen ja gar nicht auf Biene und so. Egal, jetzt gehen wir auf Biene. Jetzt haben wir schon den Forge Tower gekauft. Da gibt es jetzt keinen Weg drumrum. Aber, nee, wollen wir nicht. Noch eine Biene und dann machen wir hier nochmal 5 Damage drauf. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht doof, was ich mache. Ich habe schon wieder ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Noch eine Biene? Wie viele haben wir jetzt Platz? Wir können nicht gucken, wie viele Plätze haben. Ich glaube 4, ne? Oder 3. Wir brauchen jetzt noch eine blaue. Eventuell eine Prinzessin. Den Honig hätten wir schon mal. Für die Flower. Wir machen mal weiter. Wir haben ja noch alle Kronen. Alles ist gut. Aber die kommen jetzt auch schon weiter durch. Nochmal ein Honig. Wir könnten Doppelflower probieren. Hab irgendwie in den Kommentaren geschrieben bei mir. Gestern, glaube ich. Was wäre, wenn 2 gebuffte Flowers einen Honig geben, Buff geben? So in etwa. Habe ich die Flower überhaupt schon rausgemacht? Nein, habe ich noch gar nicht. Okay. Oh, wir sind ziemlich schwach. Wir haben eine Krone verloren. Oh, 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 oh. Auf jeden Fall das Royal Tower Upgrade. So. Komme ich jetzt vielleicht eine zweite Blume? Oder Honig? Zumindest Honig. Wenn der Honig einmal angefangen hat zu scalen, sind wir auf der sicheren Seite. Hoffe ich. Hoffe ich. Oh mein Gott, verlieren wir jetzt einfach wirklich diesen Run? Das ist doch. Ja, aber die zweite Flower. Wichtig. Wir können jetzt leider nicht mehr auf einen weiteren Honig rollen. Aber wir geben dann nochmal hier. Wollen wir eine Biene ein bisschen mehr Damage geben? Ich habe das Gefühl, am Ende könnte jeder einen Damage-Punkt zählen, den wir am Boss machen. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt brauche ich theoretisch jede Runde 2 Honig.
Zumindest einen. Der holt nämlich von dem und von dem den Damage. Würde es denn Sinn machen, beide gleichzeitig hochzumachen? Den nächsten hole ich dann der rechts setze? Ich glaube ja, ne? Ich glaube fast ja. Oh, das sind schon 40 Schaden. 45. Wir haben noch zwei Runden. Leider kein weiterer Honig. Das wäre so wichtig gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es super dumm ist, da rechts Honig reinzumachen. Ansonsten ist der Buff, der den da abgibt, zu gering. Oh, weitere Flower. Wir haben jetzt Boss-Level. Ein Honig. Auf jeden Fall. Kriegen wir vielleicht noch einen Honig? Nein. Sehr schade. Guck mal, ich hatte 12 und 16. Das skaliert doch viel schneller jetzt. Aber ich denke... Moment, ganz kurz. Wir wollen eigentlich nur noch Honig haben, ne? Aber temporary... Was ist besser, wenn die Honig-Tower plus 5 kriegen oder plus 50% increased? Ich denke, durch der Honig-Buff ist 50% increased halt insane gut. Wir wollen keine Rare-Tower, wir beenden die Runde. Machen das so, der erste Honig kommt immer zwischen die beiden Flower-Tower und der zweite Honig, wenn wir den zweiten Honig kriegen, der kann dann hier in den Flower-Tower rein. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Der ist ja quasi gratis. Das gibt mir doch bitte Honig, Mann. Dankeschön. Oh, es geht genau auf. So, wie viel hat der Honig, der jetzt da reingeht? 8, 9. Das ist okay, das ist okay. Wieder ein gratis Flower Tower. Aber wir haben nur noch 7 Gold, ne? Wir haben super wenig Gold im Kampf. Das war richtig lackiert. Ja, ich denke, den zweiten Sieg haben wir auch in der Tasche. Ich wüsste nicht, was jetzt noch schief gehen kann. Bin ich ehrlich. Gut, es kommt kein Honig mehr. Das ist mal tot. Das könnte schief gehen. Tatsächlich. Ah, hätte ich mir eh nicht leisten können. Gut, dass ich den Flower Tower übersehen habe. Also gut, dass ich kein Gold mehr hatte. Ja. Nice. Vielleicht schaffen wir wirklich die drei Sieger heute. Ein Honig. Der ist gratis. Der ist ebenfalls gratis. Fünf. Vier. Schade. Die Frage ist, lohnt sich das Gold für den Forge-Upgrade überhaupt noch? Machen diese 5 noch einen Unterschied, wenn der jetzt schon auf 80 geht? Ich denke fast nicht. Ich glaube, Forge brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Machen jetzt nur noch Honig vor. Eventuell den hier Forge noch weiter. 4, 3 und da ist der Honig. Auch ohne Forge, aber egal. Ja, gut, das ist schon ein Unterschied. Ob wir 13 oder 18 machen, das ist schon ein Unterschied, ja. 100 jetzt schon. Hat jemand aufgepasst, welche Runde wir sind? 18. Okay. Okay.
Ah, jetzt kriegen wir keine Honig oder was? Das kann aber wohl nicht wahr sein. Ich meine, das ist übrigens 420, haha. Das ist eh schon safe hier, ne? Also. Da kann nichts mehr schief gehen. Aber wir gucken trotzdem mal, ob wir Honig bekommen. Ich hab die Blume übersehen. Ein Honig. Ach, schade. Okay. Ist nicht ganz so gut gewesen wie der letzte Flower Run, den ich vor 2 Tagen, glaube ich, gemacht hatte. Da war die Flower auf 1000. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Oh, 2 Honig. Nice. Trotzdem den da rein. Egal. Wir beenden die Runde. One-Shot. Ja, war kann man schon, aber. Er hätte gewonnen-shottet. So rum. Das war der 2. Run. Sehr schön. Dann machen wir jetzt Run Nummer 3. Forge Tower brauchen wir nicht. Ich glaube, wir nehmen die Random Tower, ne? Jetzt können wir nur noch durch den Dragon Tower Gold generieren. Okay, hier ist alles schon gesperrt, außer Ladder Tower und Guardian. Ja, dann setzen wir die beiden mal, bevor wir gar keine Türme bauen können. Schon fast alles weggestrichen. Langsam wird's eng. Bear Tower. Wollen wir Bear Tower spielen mit dem Slime Tower? Wir nehmen das eine nehmen wir auf jeden Fall mit. Bear Tower, ja. Okay. Haben wir halt die nächsten Runden wenig Gold. Wir sollten auf jeden Fall das Ei ausschlüpfen lassen, bevor wir beim ersten Endboss sind. Den Slime Tower werden wir nicht kriegen, bevor wir beim ersten Boss waren, denke ich. Oder Snake Tower. Ich tendiere fast sogar schon, dass wir jetzt nur mal sicher gehen. Ja, ein Snake Tower hinkommt. Wir können hier noch. Auch noch einen Platz für den Drachen. Wie aus hier hin. Dann haben wir hier Slime. Was in Slime reingeht. Und Snake. Okay. Okay. So, wo ist die Snake? Da. Perfekt. Oh, das ist halt Eck. Wichtig. Ganz wichtig. Dadurch, dass wir jetzt schon Guardian gebaut haben, ist sozusagen Obsidian auch raus. Weil ich werde garantiert keinen Obsidian Tower bauen, wenn ich keine Guardians habe. Wollen wir jetzt den Move Token nehmen? Nein. Erster Upgrade, immer Royal Tower. Immer. Ich ärgere mich sonst zu hart. So, wir haben noch. Es wird gleich ausschlüpfen. Ladder Tower hoch. Finde ich super schlecht. Ich bereue es eigentlich, die gebaut zu haben. Den einen Tower da. Das wäre ja mal richtig dumm. Iron Tower hochziehen. Wenn wir Bär spielen, müssen wir auch einen Tower hochziehen, ne? Ja. Okay. Oh, die kommen jetzt schon weiter durch. Boah, war so dumm. Das war so dämlich. Aber jetzt haben wir einen Drachen.
Hierhin? Dahin? Dahin. Iron Tower. Jetzt haben wir um einiges mehr Gold. Um einiges. Aber reicht das für den ersten Boss, ist die Frage, was wir jetzt hier stehen haben. Ich würde gar nicht mal auf das Ei gehen erstmal. Jetzt. Oh nein. Da war ein anderer Iron Tower. Ich bin so blind. Wir haben nicht genug Gold für den nächsten Bären. Wieso würfel ich denn noch weiter? Boah, das sieht gar nicht gut aus, ey. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh Gott sei Dank haben wir den auf 3, bevor wir den Slime Tower bauen. Kriegen wir überhaupt einen Slime Tower? Kommen wir überhaupt? Ja, kommen wir. Okay. Ich würde den Slime Tower dann und den Iron Tower aufzufressen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt Gold mit in die Runde. Auch nochmal das Ei dahin von mir aus. Aber wir wollen noch ein bisschen rollen zum Notfall. Auf den Slime Tower. Der Slime Tower wird wichtig. Oh nein! Wieder genau 32 Leben und genau 32 Damage. Das kann ja wohl nicht angehen. Hätte ich mal nicht Geld gespart. Egal. Wir haben heute 2,5 Runden geschafft. Richtig gut. Richtig nice. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Die Aufnahme ist beendet. Die ist im Kasten. Wunderbar. Können wir das Spiel jetzt schließen? Das ist mein Spiel, dass ich hier alle wieder frei mache. Jetzt können wir auch direkt anfangen mit dem Schneiden. Wir nennen das Projekt. Jetzt kommt die Werbung wieder. Was war das jetzt? Wir brauchen einen Namen für die Challenge so langsam, ne? Ich finde No Death Run ganz witzig von dem Kommentar gestern. Von wegen, ja, du bist jetzt ready für ein Dark Souls No Death Run. So. Dann müsste eigentlich diese Aufnahme. Ja, genau. Die erste Aufnahme haben wir abgebrochen. Stimmt. Darum sind da zwei. Jetzt gucken wir uns den Anfang an. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Auto Towers Video hier auf. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Auto Towers. Guck ich denn zur Seite? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Auto Towers Video hier auf meinem Kanal. Okay. Wir werden die Challenge von gestern nochmal probieren. Gestern. Schau mir erstmal das ein bisschen an, ob ihr. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Auto Towers Video irgendwas hier auf meinem Kanal. Wir werden die Challenge von gestern nochmal probieren. Gestern kamen wir nicht ganz so weit. Aber ich denke, die Aufnahme ist dann so ist ganz fein. Normalerweise würde ich mir jetzt ganz in Ruhe als angucken, aber weil ich ja jetzt hier auch noch euch dabei habe, überspringe ich das jetzt einfach mal. Sieht überhaupt nicht gut aus. So, jetzt können wir YouTube Videos, da haben wir nämlich den Abspann drin. Den werden wir jetzt hier dran spielen. Oh Gott sei Dank haben wir den auf 3, bevor wir den Slime Tower bauen. Kriegen wir überhaupt einen Slime Tower? Kommen wir überhaupt auf. Ja, kommen wir. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Machen wir so. Okay. Audiofunktion. Die vielleicht doch ein bisschen lauter machen sollen. Warte mal. Warte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. So, jetzt wollen wir da noch Musik hinterlegen.
Ich habe in den Kommentaren auch gelesen, dass Leute sich beschwert haben, dass ich immer die gleiche Musik habe. Und ja, ich habe nicht viel verschiedene Musik. Das ist alles halt copyright-free von YouTube gedownloadet. Aber das ist auch einfach nice. Dieser Happy Beat. Gehen wir den hier wieder. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hier klang. Ich kann mir auch nie merken, welcher Beat welcher ist. Passt so von der Länge her. Bisschen zu kurz. Das finde ich doof. Was mit dem hier? Das war mein Lieblings. Der passt, der passt. Das ist der auch, glaube ich, in dem kurzen Video von gestern drin war. Also für euch von vor 2 Wochen. Weil ich bin gerade bei 369 Abonnenten. Das kommt erst online, wenn ich 400 auch erreicht habe. So, das hier muss viel, viel leiser. Fast lautlos. 35? Nee, machen 39. Weiß nicht, warum das so übertrieben laut ist immer hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Autotours Video hier auf meinem Kanal. Wir werden die Challenge von gestern nochmal probieren. Gestern kamen wir nicht ganz so weit. Da sind wir irgendwie schon nach 3 Minuten 30 gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Die Challenge geht wie folgt. Wir versuchen so viele Runs in Folge wie möglich zu gewinnen. Pause war der auch Clou doof. Ist, wenn man einen Tower in einem Run benutzt hat, kann man ihn nicht für die weiteren Runs benutzen. Das sieht man hier schön an dem Overlay. Wenn ein Tower ist plus wurde, wie zum Beispiel ist die Witch Tower, kann ich den wegdrücken, dann ist die Witch aus dem Spiel für die nächsten Runden. So, ich bin gespannt, was für Startoptionen wir haben werden. Rare Tower ist so ein Glücksspiel. Wenn wir hier so eine Q-Tower kriegen, dann okay. Ist das kacke. Aber wenn wir jetzt sowas wie einen Hydra kriegen würden. Das hier soll zusammen mit dem dunkler werden auch leiser werden. Das soll dann richtig reinballern. Ich bin wie außer Camrock sitze. Das ist so. Oh nein! Wieder genau 32 Leben und genau 32 Damage. Das kann ja wohl nicht angehen. Hätte ich mal nicht Geld gespart. Egal. Wir haben heute 2,5 Runden geschafft. Richtig gut. Richtig nice. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das soll vielleicht, zumindest das Bild soll vielleicht auch so. Kann man das nicht getrennt machen? Nee. Dass auch so eingeblendet wird. Ciao. Es wird dunkel und dann. Oder plötzlich. Bin mir nicht sicher. Ich mache das mal hier hoch. Bisschen länger. Dass es so einen Übergang vom Ton gibt, oder? Okay, ja doch, gefällt mir besser. Ja, ist auch okay. Hier vielleicht nochmal am Ende noch dunkel machen, dann passt das. So, das, wir haben jetzt nicht viel editiert. Die Epic Autotours Videos sind sehr einfach zu schneiden und zu machen. Das ist nicht viel Aufwand. Man kann ja, ab und zu habe ich auch mal kleine Effekte reingebaut oder so einen kleinen Einspieler. Habe ich jetzt heute nicht gemacht. Wir. Jetzt, bevor wir irgendwas explodieren, gucken wir uns, was wir für ein Bild nehmen für ein Thumbnail. Ich nehme meistens hier aus der Aufnahme ein Bild raus. Irgendeine coole Stelle. Das nicht zu sehr spoilert oder obwohl eigentlich kann das hat mir ruhig spoilern. So ein cooler Bild. Drache. Nee, das war ja der nicht so gut war. Was haben wir hier hinten? Bisschen größer. Wie wär's mit dem Bild mit zwei Honig im Bild? Das war doch ganz witzig. So? Okay, wie ich gucke, ist vollkommen Latte, da kommt eh noch ein Bild dann da drüber. Wollen wir das nehmen? Komm, wir nehmen das. Dann werden wir jetzt den Film exportieren auf JPEG. Hier ist übrigens ne, 2K. Ich nehme immer ins, oder ich exportiere immer in 2K.
Dann machen wir das so. Und jetzt können wir den Film als MPEG-4 exportieren. Guck nochmal, 2K, 60 FPS. Das sieht alles gut aus. Okay. Ja, während der jetzt das Ding exportiert, können wir das klein machen. Dann öffne ich, das ist das falsche OBS, mein Haupt-OBS. Gehe auf Video und nehme nochmal ein Bild auf für das Thumbnail. Um da irgendwie zu grinsen oder so. Lieber mal gucken für das Bild. Einfach grinsen wieder. So, ich habe jetzt mit F8 einen Screenshot erstellt, den wir unter OBS binden. Ja, ist so ganz nett. Ausschneiden. Lass wieder ein Rohbild da rein. Dann öffnen wir jetzt GIMP. Beziehungsweise gehen auf die Projekte und öffnen wieder mein Thumbnail-Projekt. So, von gestern. Wir ziehen erstmal unser Hintergrundbild rein. Ach, das ist unter Videos, klar. Ausschneiden. So, das skalieren wir jetzt runter auf 1280, weil YouTube-Thumbnails sind immer 1280 mal 720. Dann schieben wir das hier unten rein. Ist das jetzt von den Seiten? Ist ja. Nee. So. Irgendwie. Merkwürdig, dass da so ein Rand ist. War. Gut, ist jetzt so. Ist nicht schlimm. Dann nehmen wir hier unser schönes Foto, was wir gemacht haben. Zieh ich mal nach oben. Oh mein Gott. Warum ist das so weit unten? Ja, hier sind alle Thumbnails drin, alle Bauteile von allen Thumbnails, die ich jemals gemacht habe. Nicht jemals, aber dieses Jahr auf jeden Fall. So, dann machen wir das hier erst auch erstmal auf 1280. Schieben das. Nehmen wir den da oben erstmal kurz weg. Dann schneide ich immer das hier erstmal kurz so grob aus, damit hier nicht irgendwie ein grüner Rand entsteht, weil wenn ich jetzt hier wäre jetzt immer noch ein grüner Rand, das will ich das hier rauslöschen würde. Guck ich überhaupt hübsch? Geht so, ne? Dann machen wir jetzt eine Auswahl nach Farbe neben den grünen Rand. Ist ja eigentlich ganz easy, weil das ein grüner Hintergrund ist. Dann werden wir die Auswahl trotzdem noch mal kurz vergrößern. Um 2 Pixel. Damit auch wirklich gar kein grüner Schimmer mehr da ist. Werden wir die Maske hinzufügen, invertiert. Ja, machen wir die Auswahl auf nichts. Machen wir noch ein bisschen was rausmachen. Wie wäre es mit so. Ne, das war die falsche Farbe. Wie war's mit so? Ja. Nicht schön, aber selten. Ich bin halt echt kein Bildbearbeitungsprofi, ne? Okay, jetzt können wir die eben eine Maske anwenden. So, erstmal formatieren wir das, dass das andersrum ist. Über Ebene, Formation, Spiegel. Hier so rein. Größe, okay. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen kleiner ist schöner. So, jetzt machen wir da noch ein schönen Text aufschreiben. Am besten so kurze, knackige Texte in Thumbnails rein. Könnten auch überlegen, ob wir vielleicht das hier. Das hier dupliziere ich mal. Und schneide von dem hier jetzt
diesen Teil hier aus. So. Nee, andersrum, warte mal. Mach das wieder zurück. Die wollen alles außer das hier haben. Ich will den Rand hier behalten. Okay, ich weiß nicht genau, wie das geht. Darum mache ich einfach daraus zwei Ebenen. Jetzt einmal wird das hier ausgeschnitten. Dann wird das hier nochmal dupliziert. Und von dem hier wird das hier ausgeschnitten. So. Weil jetzt können wir das hier vergrößern, ohne dass der Rand mit vergrößert wird. Das ist doch ganz cool, oder nicht? Oh, das hier nämlich ein bisschen größer. So. Sieht doch besser aus. Machen wir hier nochmal mein Gesicht davor. Jetzt sieht man halt nicht mehr, dass da zwei Honeys sind. Das hier eventuell nochmal. Oh, oh, oh. Nein. Das hier größer. Der Hintergrund ein bisschen unscharf, ne? Weil das vergrößert wurde. Unschärfer als das hier, aber es. Ein Thumbnail ist noch ganz, ganz klein auf YouTube. Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Da kennt man, glaube ich, nicht. Wir wollen ja noch auf jeden Fall den Epic Auto Towers Auszug, den ich mal ganz am Anfang ausgeschnitten hatte, irgendwo reinklatschen. Hier von mir aus. Wir könnten auch hier zum Beispiel jetzt noch die Farbe ein bisschen. Ein Trick, wenn ich keinen Kontrast habe, weil die Schrift uns nicht so auffällt, ne? Ich habe hier unten irgendwo hier einen Farbblock gebaut. Das heißt, ich könnte jetzt von dem hier die Deckkraft verringern, wenn ich das anmache, damit das dunkler wird. Wenn ich das wollen würde. Gleich mal. Ich mache erstmal den Schriftzug. Ich finde das mit den Rot, Weiß, nee, Rot, Schwarz, Weiß finde ich gar nicht ganz hübsch. Nehmen wir ein knalliges Rot, das ist auch guter Kontrast zu dem Blauen da hinten. Dann machen wir ein großes Feld. Permanent Marker ist immer das Font, was ich benutze. Wir nennen das einfach mal No Death Run. Wollen wir das nur Death Run diesmal nennen? Natürlich muss die Schrift ganz nach oben, da ist alles überdeckt. Und dann als Titel eventuell, wie weit komme ich diesmal oder so? Hier können wir auch mal noch ein bisschen drehen. So von mir aus. Jetzt könnte man natürlich mit der Skalierung auch die Schrift vergrößern, aber in der Regel ist es besser, wenn wir einfach hier das so größer machen. Dann ist es nicht so verfranst und ausgepixelt. Aber jetzt müssen wir hier das Drehen natürlich bearbeiten. So. Nicht so unbedingt auch über mein Gesicht, aber vielleicht nur ein bisschen über mein Gesicht, das ist nicht schlimm. Jetzt machen wir hier raus wieder eine Auswahl aus Alpha-Kanal. Diese Auswahl vergrößern wir auf 7. Wir werden eine neue Ebene aus der Auswahl erstellen. Wir werden die schwarz einfärben. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Epic Autotowers Videos fertig auf meinem Kanal. So, dann werden wir die Auswahl wieder fürs Schnaufen vergrößern, machen eine weitere Ebene und machen die jetzt weiß. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, so könnte man das lassen, glaube ich.
Also es ist wirklich keine Hexenkunst, so ein Thumbnail zu basteln. Das ist super easy eigentlich. Oh, warte, Steuerung Z. Jetzt zeige ich euch was. Wir können nämlich die Ebenen wieder nach unten vereinen. Und jetzt kann man das hier als Ganzes verschieben oder nochmal ein bisschen drehen. Kleiner machen, größer machen. Ist das ein Thumbnail, was Leute anklicken würden? Ich denke mal, ja, ich bin ganz zufrieden damit. Dann können wir hier das Projekt wieder speichern. Dann exportieren wir das nach YouTube Thumbnails. Nennen das NoDev Run. Okay. Schön. Das hier können wir übrigens jetzt schließen. Ich speichere meine Projekte eigentlich niemals, weil warum sollte ich nochmal ein altes Video nachbearbeiten wollen? Sehe ich irgendwie nicht. Das hier packe ich hier in meine. Ja, ich habe so viele Screenshots schon gemacht. Oh mein Gott, das ist super cringe teilweise. Egal. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Wir packen jetzt die ganzen Sachen weg, die wir nicht mehr brauchen. Das kommt jetzt auch mal nach alt rein. Dann hochladen. Wir müssen das Video jetzt nur noch hochladen. Das OBS muss noch anbleiben wegen der virtuellen Kamera, genau. Wir gehen auf YouTube. Hoffentlich doxe ich mich jetzt nicht irgendwie. Erstellen. Video hochladen. Jetzt ziehen wir hier das neue Video rein. Das wir erstellt haben. Neue No Death Run. Die Details werde ich einfach wiederverwenden von diesem hier. Titel übernehme ich nicht. Ich mich wieder. Der. No. Kann man auch mal die Beschreibung der Challenge hier einfach reinschreiben, würde ich sagen. Ich versuche so viele Runs wie möglich zu gewinnen. Ohne. Wie formuliert man das jetzt richtig? Ohne Tower Bomb. Von den Runs da vor zu benutzen. Der Titel, was haben wir gesagt? Was, wie wollen wir das nennen? Wie weit schaffe ich diesmal? Pick Auto. Was? So, Thumbnail wird dann noch reingemacht. Das hier. Warten, bis das hochgeladen wurde. Ich finde das Thumbnail eigentlich nicht so schön. Müssen wir für die Zukunft was anderes überlegen. Das ist so vollgepackt. Das ist so too big. Das ist abschreckend. Sieht auch nicht wirklich professionell aus. Hier im Hintergrund seht ihr schon, das Video wird gerade schon hochgeladen. Wir müssen jetzt, bevor wir weiterklicken, warten, bis das Thumbnail oben ist. Okay, ist es oben. Playlist Epic Auto Towers. Jo. Okay, weiter. Videoelemente. Ich habe irgendwann am Anfang, glaube ich, das kurze Video von gestern erwähnt. Ich glaube, wir werden, wenn das fertig gerendert ist, eine Infokarte hinzufügen und dann den Run von gestern da oben nochmal verlinken. Wir wollen jetzt aber, wir haben ja jetzt extra ein Video gemacht, einen Abspann hinzufügen. So, geht ja also um die letzten. Die letzten
10 Sekunden. Da fängt's an. So, ne? Genau. Das kommt da drauf. Hey, warum ist das jetzt weiter hinten? Da soll das anfangen. So. Ich kann das nicht wirklich erkennen. Ich muss dann nochmal angucken. Hier haben wir Video. Wollen wir jetzt hier rechts das Video? Playlist. Als Playlist nehmen wir natürlich die Epic Auto Towers Playlist. Und von Video automatisch nehmen wir zuletzt hochgeladenes Video. Ja, machen einfach automatisch. Okay, klar. Denke mal. Wie funktioniert? Ich habe das noch nie gemacht hier vorne. Ich bin ja mal hier so irgendwann am Anfang. Wieso? Hier so irgendwie. Dann nehmen wir jetzt mal hier das kurze Video, ja, gestern. Das können wir hier einfach mal so reinbasteln. Habe ich noch nie gemacht. Aber mal wieder was Neues ausprobiert. Okay, weiter. So, das Video wird veröffentlicht. Ich will es aber erst veröffentlichen, nachdem die HD-Renderung abgeschlossen ist, weil jetzt laden wir gerade das Video hoch, dann wird es auf SD verarbeitet, dann auf HD. Und wenn man das nämlich jetzt nicht, wenn man das sofort macht, dann wird das hoch den Leuten angezeigt, sobald es hochgeladen wurde, dann sehen sie ein Video mit 380p. Komplett verpixelt. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir wollen das heute noch hochladen. Es ist jetzt 17.14 Uhr. Es ist immer unterschiedlich, wie lange das dauert. Ich mache da erstmal 19 Uhr draus und wenn ich sehe, es ist vorher schon komplett fertig, dann kann ich ja immer noch spontan veröffentlichen. So. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das 400 Abonnenten-Special. Ich bin gespannt, wann es rauskommt. Wir sind nämlich jetzt gerade bei 369 Abonnenten. Also, vielleicht schaffen wir es diesen Monat noch. Wäre echt cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, also OBS finden, das Richtige. Das ist es nicht. Und beenden. Ciao.